Oh wow, zum Glück ist mir es gerade eingefallen. Oder aufgefallen, das Mikrofon war wieder gemutet. Och man, warum passiert mir das? Jetzt habe ich auch im anderen. Och man. Erstmal hallo Leute. Schön, dass ihr alle wieder einschaltet und wir eine Runde Final Fantasy spielen. Ich habe es sau viel erklärt. Oh. Nerven pur, ey. Fuck. Warum? Wir machen weiter. Währenddessen erkläre ich, was hier passiert. Wir sind auf der Ragnarok. Wir haben hier diese Alien-Viecher. Und es gibt 8 Stück an der Zahl in jeweils vier verschiedenen Farben. Und um sie letztendlich komplett zu besiegen, sollte man sich immer um die gleichfarbigen kümmern. Das haben wir bis jetzt auch getan. Das heißt, wir machen hier gerade einen grünen. Wenn wir danach wieder einen grünen machen, dann spawnen die nämlich nicht mehr nach. Wenn man dazwischen, also wenn man grün macht, danach einen roten zum Beispiel, dann spawnte der erste grüne wieder nach. So viel dazu. Mann, ey, jetzt was. Mann. Mich nervt es einfach nur so sehr, weil ich jetzt davor ein anderes. Hä, warum? Oh, ich habe vergessen, einen roten zu machen. Na, seht ihr mal, ich bin so genervt. Egal, wir hatten grün, jetzt kümmern wir uns wieder um grün. Ach, egal. Ich will nicht drüber reden. Wir machen hier weiter. Also, willkommen zurück. Es gibt eine Runde Final Fantasy 8, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir werden hier wahrscheinlich die schönste Szene im Spiel werden wir zu Gesicht bekommen. Zumindest ist das meine Meinung. Die Ragnarok-Szene, die ist echt unfassbar gut gemacht. Und ich freue mich sehr, wenn wir gleich dabei sind. So, jetzt kann ich nämlich wieder hoch, mich um Rot kümmern. Habe ich einen Fehler gemacht. Rot, danach gibt es zwei gelb, braun, beige, irgendwie so ganz, ganz merkwürdige. So, das war rot. Da eine rote ist da rechts und die anderen beiden sind da. Gut. Eins weiter. Nehmen wir den einen noch. Und dann fehlen noch zwei. Und dann haben wir es. So, die hätten wir. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Raum. Denn hier gibt es sogar eine Liste oder ein Dokument, das wir finden können, was im Grunde genommen die Mechanik dieser Monster erklärt. Also eben erzählt wird von wegen hier, muss man erst zweimal den töten, dann den und dann. Sonst, wenn man es nicht macht, kommt der wieder zurück, etc. Das hatten wir aber schon geklärt. Das heißt, wir haben den besiegt. Danke. Sollten vielleicht nochmal heilen. Einfach nur zur Sicherheit. So, hätten wir. Jetzt fehlt nur noch einer und dann haben wir alle. Den haben wir hier. Da kommt Odin. Sehr gut. Darf Odin auch mal ran.
So, das dürften alle gewesen sein. An der Stelle. Brauchen wir nicht mehr. Und somit sollten wir jetzt das Ding benutzen können. Und es funktioniert. Sehr gut. Also im Cockpit. Sollen wir das Ding steuern? Ich kann es nicht. Squall, das Gerät sagt was. Wo ist der Lautstärkeregler? Hier spricht die Luftkontrolle. Hier ist die Esther Luftkontrolle. Das ist doch. Flugschiff Ragnarok, bitte melden. Flugschiff Ragnarok, bitte melden. Ein Funkspruch? Hier ist die Luftkontrolle. Luftschiff Ragnarok, bitte melden. Heißt dieses Schiff Ragnarok? Wow, ist es wirklich Ragnarok? Ihr seid im Weltall, oder? Ich weiß nicht, wo genau im Weltall. Roger, Roger, deine Position ist uns bekannt. Können wir zurück auf den Planeten? Ragnarok, nach 17 Jahren. Warum kommt so erstmal komplett random, dass ein Flugschiff, das anscheinend 17 Jahre im Weltall ist, so wie wir es gerade rausgehört haben, dass random jemand auf der Erde dieses Ding, einen Funkspruch rausschickt an die Ragnarok. Einfach komplett random. Was gar keinen Sinn ergibt. Warum sollte man... Sitzt da wirklich jemand jeden Tag 17 Jahre lang und tut jeden Tag mehrfach das Ding anfunken oder wie? Also macht eigentlich nicht so viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Kommen wir halt runter. Überlass das uns. Du müsstest noch genug Treibstoff haben. Es genügt, wenn du die Position für den Wiedereintritt eintippst. Nach 17 Jahren noch Treibstoff und Sauerstoff in der Ragnarok. Macht nicht auch, glaube ich, nicht so viel Sinn. Wenn die Atmosphäre erreicht ist, werden wir dich einlotsen. Na, erleichtert? Was muss ich denn eintippen? Keine Sorge, wir erklären dir alles. Bist du gerade im Pilotensitz? Da sind mehrere Sitze. Der Sitz auf der rechten Seite. Sag Bescheid, wenn du ihn erreicht hast. Ich sitze im Pilotensitz. Siehst du das Bedienungspult? Ja, sehe ich. Von nun an ist es simpel. Tippe die folgenden Daten ein. Dann leg mal los. WJHEIE- eingetippt. Danach 272-HD-1EU eingetippt. Irgendwelche Fehlermeldungen? Alles okay. Ach ja, um sicher zu gehen, wollen wir noch eine Sache tun. Eine Maßnahme, um den Treibstoffverbrauch zu senken. Schalte die Gravitationsanlage bitte aus. Der Schalter befindet sich auf demselben Bedienungspult. Verstanden? Der hier? Erledigt. Sehr gut, Ragnarok. Alles in bester Ordnung. Oh, beste Lied. Ach ja? Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber wir möchten noch etwas sagen. Die gesamte Esther Luftkontrolle. Oh Gott, danke. Ich versuche jetzt, das indirekt noch alles vorzulesen, auch wenn es der Stimmung nicht gut tut. Ich weiß, ich könnte es auch nicht machen. Vielleicht mache ich es auch nicht, ja? Ups. Weil die Textboxen jetzt zum Teil automatisch verschwinden. Oh, das ist so ein schönes Lied. Did you ever know that I had mine?
Früher meinte jemand, dass ich in meinem Leben stets den Weg gegangen bin, den ich für richtig hielt. Zumindest möchte ich das glauben. War dieser Weg, den du mir mit deinem Lächeln zeigtest, der richtige? Renoir. Wir sind beide so weit gekommen und jetzt muss ich dich weggeben. Hexe Renoir, Nachkomme des mächtigen Hühne. Wir bitten euch, uns vor eurer Macht zu verschonen. Möget ihr mir folgen, damit wir eure Macht versiegeln können? Ah, so viele Sachen, die keinen Sinn ergeben. Also erstmal war es eine mega schöne Szene, die wir gerade eben in der Ragnarok hatten. Sehr, sehr geil. Ich habe dann doch meinen Mund gehalten, weil, wie gesagt, die Textboxen sind zum Teil automatisch verschwunden. Und kommt dann ziemlich blöd, wenn man da nicht hinterherkommt mit dem Lesen. Also mit dem Vorlesen. Dementsprechend habe ich meine Schnauze gehalten an der Stelle. Hier, die Szene ist ein bisschen krass, weil einfach Renoir jetzt mitgenommen wird. Was keinen Sinn ergibt, weil Squall hat sein Leben riskiert, erstmal um Renoir zu retten, hat ihr Leben auch noch dabei gerettet. Und jetzt gibt er sie letztendlich einfach her. Oder lässt sie einfach mitnehmen, versiegeln, wie auch immer.
Macht eigentlich gar keinen Sinn. Also normalerweise müsste Squall sich hart wehren, dass sie überhaupt anfassen dürfen. Habt ihr eurem Freund noch etwas mitzuteilen? Zeitkomprimierung. Im Weltall war eine andere Hexe in mir. Artemisia, eine Hexe aus der Zukunft. Sie will die Zeit komprimieren. Dort kann nur Artemisia existieren. Alles andere wird verschwinden. Artemisia will mit meinem Körper die Zeitkomprimierung einleiten. Ich will nicht, dass mein Körper dafür missbraucht wird. Deswegen werde ich gehen. Gut, lasst uns jetzt gehen. Wir haben ein Geschenk für euch, ein wunderschönes Schmuckstück. Anschließend werden wir euch zum Hexenmausoleum begleiten. Geh nicht, Renoir. Ich will nicht, dass die Leute mich hassen und fürchten. Renoir. Ach ja, ich muss dir den Ring zurückgeben. Nein, behalt ihn. Aber schon okay. Ja, Renoir wollte es so. Es war doch richtig, oder? Ja, da geht sie hin. Wir gehen mal. Überleg gerade. Hier hin, oder? Ja, okay. Selfie, bin wieder da. Sehr gut, sie hat es gut auf die Erde geschafft, immerhin. Wie bist du, wenn du wüsstest, was uns passiert ist? Wegen der harten Landung wurde ich bewusstlos. Als ich aufwachte, waren wir zu zweit, ich und Pete. Pete? Ach ja, der Mann, der mit uns geflohen ist. Und Elle? Was mit Elione? Elle war nicht mehr da. Sie ist doch okay, oder? Pete wollte unbedingt auf den Bergungstrupp warten. Da habe ich mir einen Chocobo geschnappt. Dann sah ich dich aus dem Schiff aussteigen. Verstehe. Kann das Ding fliegen? Kann ich damit spielen? Keine Ahnung. Squall. Das war richtig cool, wie du aus der Kapsel hinausgegangen bist. Du warst wie ein richtiger Held. Aber wo ist denn die Heldin? Renoir ist... Squall. Alles im Butter? Auf dem Planeten ist die Hölle los. Melde gehorsamst. Illuminati Gebahn Pandora ist aufgetaucht. Mama konnte deswegen ihr Vorhaben nicht zu Ende führen. Sie ist jetzt auch keine Hexe mehr. Sie hat ihre Macht an jemanden vererbt, ohne dass sie es gemerkt hat. An Renoir. Und noch was. Die Lunatic Bla wird von Kalbadia gesteuert. Sie haben das Ding aus dem Meer gefischt. Und darin soll so eine große Steinsäule sein, die Monster vom Mond holt. Ach ja, wegen der Monster ist hier richtig was los. Und nicht nur das. Als Zugabe kam noch was anderes. Die Hexe Adele. Sie kam samt Sarg hier angeflogen. Sie wurde praktisch von den Monstern eingeschleppt. Die Lunatic Pandora hat sie aufgesogen. Odin meint, dass das das Ziel von Galbadia gewesen sein muss. Ich meine, danke Xel, das ist echt... Genug Infos... Ich habe schon kapiert, was hier los ist. Lass mich bitte in Ruhe. Was ist denn los, Chef? Renoir ist jetzt eine Hexe. Sie hat die Macht von Mama übernommen. Die Typen von Esther haben sie vorhin auch abgeführt. Wir müssen hinterher.
Wurde sie entführt? Nee. Nein, sie ging freiwillig. Sie sagte, ich bin eine Hexe. Alle hassen mich. Niemand will mich mehr berühren. Genau das sagte sie. Hast du sie nicht aufgehalten? Sie wollte es so. Ich habe nicht das Recht, sie aufzuhalten. Was redest du denn da? Bist du nicht ganz dicht? Wozu hast du sie gerettet? Wofür dein Leben riskiert? Um sie für ewig in Esther einzusperren? Antworte mir. Wolltest du nicht mit Renoir zusammen sein? Idiot. Da hat sie recht. Ja, danke, endlich mal einer, der ihm die Meinung sagt, ey. Was mache ich eigentlich? Ich wollte Renoir. So verliere ich sie für immer. Was habe ich bloß getan? Ah, das fällt dir jetzt erst ein. Oh Gott. Was kann ich jetzt noch tun? Es ist doch ganz einfach. Steht dein Entschluss fest? Auf nach Esther, oder? Die Pandora und Adele sind mir erstmal egal. Wir wissen auch nicht, wo Elle jetzt steckt. Nur bei Renoir. Ich werde Renoir zurückholen. Yes, Sir. Oh. Was zum... Scheiße. Wir fliegen. Selfie wird doch das Ding nicht steuern. Ich fürchte doch. Und Irvine freut sich wie ein Blöder. Ab ins Cockpit. Wir fliegen, wir fliegen. Das Selfie nicht großartig. Kannst du es steuern? Ach, ich habe irgendwie rumgefummelt. Aber die Steuerung ist super einfach. Das wird schon klappen. Alle Angaben ohne Gewehr. Niemand kann dir die Zukunft versprechen, richtig? Selfie, flieg bitte nach Esther. Unser Ziel ist das Hexenmausoleum. Wir müssen Renoir retten. Sehr gut, und wir können jetzt fliegen. Wir haben die Ragnarok. Das Flugschiff. Mit dem wir jetzt erstmal in den nächsten Folgen ordentlich Chaos machen werden. Wir werden uns erstmal um ein paar andere Sachen kümmern, bevor es mit der Hauptstory weitergeht. Um genau zu sein, werden wir uns das sollte ja jetzt schon funktionieren. Wir werden uns jetzt um die letzten GFs kümmern, die es in diesem Spiel gibt. Plus noch einen optionalen Bossgegner, der aber auch, also von dem wir dann auch eine GF bekommen werden oder drawen können. Das werden wir alles in den nächsten paar Folgen machen, wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Folgen. Und bis es dann mit der Hauptstory weitergeht, beziehungsweise wir uns dann auch langsam aber sicher dem Ende des Spiels nähern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte Links in der Videobeschreibung. Einmal einen Link zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag wann und wenn mein Livestream online geht. Und einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab 18 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!